Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das ist heute das letzte Video für dieses Jahr. An meiner rechten Seite der liebe Henry vom YouTube-Kanal Henry Lob. Den Kanal vom Henry verlinke ich auch oben in den Infokarten. Kürzlich habe ich auf meinem Kanal mal so ein bisschen meine Playlisten angeschaut, wollte ein bisschen minimalisieren und ist mir aufgefallen, es gibt da eine Playlist, ich glaube, die hieß Rohkostreihe mit Henry, da waren 4 Videos drin, die wir damals 2016 auf Sardinien aufgenommen haben. So eine Rohkostreihe. 1, 2, 3, 4. Und da habe ich erst gedacht, lösche ich jetzt diese Playlist? Und dann ist mir ja eingefallen, ich habe mit Henry so viele Videos schon gemacht. Und da habe ich gedacht, dann packe ich einfach mal alle Henry-Videos in diese Playlist. Diese Playlist heißt jetzt auch Videos mit Henry Lob. Und dann habe ich gestaunt, das waren 34 Videos, Henry, die wir in den letzten 3 Jahren seit Sardinien, seit Sommer 2016 zusammen gemacht haben. Unfassbar. Genau. Ich werde jetzt mal so ein paar Ausschnitte aus diesen Videos komprimiert ganz kurz zeigen. Hallo, hier ist Silke und der Henry. Und herzlich willkommen zu einem neuen Rohkost- und Entgiftungsvideo. Heute geht es um die schleimfreie Ernährung. Hallo, hier sind wieder Henry und Silke. Heute wollen wir uns dem Thema widmen. Willst du es nochmal machen oder willst du es lassen? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Diesmal ist wieder der Henry mein Gesprächspartner. Der ist wieder mit im Boot, da freue ich mich ganz sehr. Henry ist wieder zu Gast und wir fasten auch gerade wieder, wie schon im Dezember. Da hatten wir auch schon ein Video gemacht. Herzlich willkommen ihr Lieben, zurück hier auf Silkes Kanal. Heute machen wir mal ein nicht so langes Video, dachten wir uns, und wir sprechen mal über das Thema Nachrichtenfasten. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke und der liebe Henry. Ganz herzliche Grüße aus von La Palma. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke und der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lob, den verlinke ich oben in den Infokarten. Herzlich willkommen zu einem neuen sportlichen Video. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Jetzt. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe mit Henry wirklich sehr vielfältige Videothemen gehabt. Wir haben mit der Rohkosternährung angefangen. Du bist ja praktisch dann das erste Mal vor die Kamera gegangen. Und ich glaube, das war dann auch der Auslöser, dass du deinen eigenen Kanal gestartet hast, oder? Ja, du warst quasi der Auslöser dafür. Mhm. Ich habe immer noch so ein bisschen gehadert mit der Entscheidung, ob ich das mache oder nicht, weil das Jahr davor war ich, habe ich schon mal so die ersten Versuche gestartet mit der Kamera und habe dann die Kameras auf mich gehalten und ich konnte mich selber nicht hören, ich konnte mich selber nicht sehen und ich wusste nicht, was ich sagen sollte vor der Kamera und habe das dann immer wieder probiert über ein paar Monate hinweg und habe dann gemerkt, okay, ich lasse das erstmal lieber. Ja, und dann wart ihr ja auf Sardinien und da haben wir dann die Videos zusammen gemacht und danach habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht es vielleicht dann doch langsam und so habe ich dann gestartet, auch dann durch dich motiviert. Und ja, das hat dann auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und jetzt bin ich die letzten Jahre auch dann dabei geblieben. Genau, und ich finde das so wertvoll, weil du wirklich auch wirklich wertvolles Wissen und vor allem wertvolle Erfahrung raus in die Welt trägst. Und wir haben ja auch gemeinsame Schnittpunkte, also wir haben ja auch verschiedene Themen, hatte ich ja schon angesprochen. Wir hatten Rohkosternährung, schleimfreie Heilkost haben wir jetzt einiges zusammen gemacht. Dann hatten wir auch Nachrichtenfasten zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, ein Video auf Sardinien. Es war dann, wo wir später nochmal da waren, so ein Atemübungsvideo. Dann ein Video zum Ballengang. Dann hatten wir Einlaufvideo. Wir haben 2 Videos zum Thema Einlauf gemacht. Ich glaube, unser erstes, was wir damals auf Sardinien 2016 gedreht haben, hat, glaube ich, über 140.000 Aufrufe. Das hätten wir niemals gedacht. Wir haben gedacht, wir reden einfach mal über einen Einlauf, weil das gerade so fürs Fasten und fürs Entgiften so wichtig ist und dann so viele Aufrufe. Also wir haben verschiedene Themen. Was hat man noch? Wir hatten zum Beispiel auch noch die Auswirkungen der Lebensmittel. Ich denke mal, Sicke wird da bestimmt auch das ein oder andere einblenden, wie wir dann halt nach bestimmten Lebensmitteln, wie wir dann danach aussehen. Ja, nach den schleimreichen Lebensmitteln speziell. Genau, dass es für uns ja praktisch gar keinen Weg so zurück gibt. Ich hatte ja jetzt gestern erst eine Erfahrung, wo ich auch mal anders gegessen habe, schon Rohkost, aber doch ein bisschen konzentrierter und durcheinander. Und das hat man voll in meinem Gesicht gesehen, Henry. Du bist Zeuge. Ich sah wirklich schrecklich aus gestern Morgen. Das hat sich ja wieder normalisiert. Was uns halt verbindet, ist unser gemeinsamer Weg, was so die Ernährung angeht und auch Bewegung, Ernährung, Bewusstsein. Das ist ja wirklich das, was uns verbindet. Und es ist natürlich schön, wenn man mit so einem Menschen, mit dem sowas verbindet, auch in der Wohngemeinschaft zusammenleben kann. Ne? Und wir reisen gern zusammen, wir wohnen zusammen. Das ist wirklich eine
eine tolle WG. Da wollten wir auch ein Video dazu machen. So WG-Leben, ich will jetzt nicht sagen, und WG-Leben, Rohkost, also ich will das gar nicht so auf die Ernährung reduzieren, weil uns verbindet ja viel mehr als nur die Ernährung. Wir tauschen uns ja über ganz viele andere Sachen auf. Wir sind da eher sehr freigeistig unterwegs. Und Ernährung ist eigentlich wirklich ein kleiner Teil, oder Henry? Ernährung? Ein sehr, sehr kleiner Teil, ja. Dadurch halt auch durch die eine Mahlzeit am Tag, ja, und auch durch das Fasten zwischendurch, das ist wirklich so minimal geworden, so die Ernährung selber. Und deswegen hat sich halt auch so über die Jahre hinweg dann eben auch, ja, sehr, sehr viele andere Themenbereiche, die haben sich dann einfach ergeben. Und es ist einfach schön, dass man sich da auch über alles einfach austauschen kann, ohne dass man sich auch Gedanken macht, ja. Weil ich finde, es ist sehr selten geworden, dass man sich mit Menschen unterhalten kann, wo man wirklich nicht drüber nachdenken muss, was man jetzt im nächsten Moment sagt und sich einfach frei austauschen kann, so wie es eigentlich sein sollte, ja. Und dass man halt eben auch mal beide Seiten der Medaille ansprechen kann, ohne dass man verurteilt wird oder direkt in irgendeine Ecke reingeschoben wird, ja. Also wie schon erwähnt, wir sind da eher freigeistig unterwegs und haben schon in viele, viele verschiedene Themen reingeschaut, auch ein bisschen tiefer gegraben. Ich glaube, wir haben beide so diese Mentalität zu fragen, wieso, weshalb, warum. Für manche Menschen kann das anstrengend sein, aber uns erfüllt es einfach, hinter die Dinge zu schauen und nicht alles so zu glauben, was uns so medial vorgeworfen wird, sag ich mal. Und es ist halt auch eine sehr spannende Reise und da gibt es noch so ein paar andere Freunde, mit denen wir auch regelmäßig uns treffen und dann eben freigeistig austauschen. Und das ist auch so eine Art Nahrung, oder Henry? Ja, geistige Nahrung. Definitiv. Geistige Nahrung, das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, wir planen für das neue Jahr natürlich auch Videos gemeinsam, aber das Witzige ist, obwohl wir jetzt schon eine ganze Weile zusammen wohnen, machen wir nie Videos hier. Also es ist eigentlich eines der ersten Videos, dass Henry mit hier so mit hier vor meinem Videoplatz steht. Sonst machen wir die Videos immer eher auf Reisen. Auf La Palma, auf Sardinien, wo wir dich damals zweimal besucht haben, sind viele Videos entstanden. Ich glaube, 10 Videos oder so. 2017, vor 2 Jahren, waren wir zusammen auf La Palma ein paar Wochen. Das war auch eine sehr geniale Zeit. Da haben wir auch sehr schöne Videos gemacht. Es ist wirklich eine tolle Insel, La Palma. Die können wir auf alle Fälle empfehlen. Dann haben wir letztes Jahr, waren wir im Oktober auf Sardinien. Da haben wir auch einige Videos gemacht. Wir haben auch Sportvideos zusammen gemacht, fällt mir gerade ein, Henry. Das ist Bewegungs-Ganzkörper-Video. Und genau, und dann ist das jetzt ja auch schon wieder eine Weile her. Jetzt waren wir im Sommer auf Sizilien zusammen, da haben wir auch ein paar Videos gemacht. Zum Beispiel, warum grüne Lebensmittel für die schleimfreie Kost so wichtig sind. Das verlinke ich auch nochmal oben in den Infokarten. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns, grüne Lebensmittel und die schleimfreie Heilkost. Und wir wollen natürlich im nächsten Jahr auch weiter unsere Erfahrungen mit der schleimfreien Heilkost teilen. Auch Henry, du hast ja auch einiges vor, so Arnold-Ehre-Texte so ein bisschen, wenn ich mich so recht erinnere, Arnold-Ehre-Texte ein bisschen zu präsentieren und darüber zu sprechen, weil wir finden, dass Arnold-Ehre wirklich sehr, oder dass sein Wissen wirklich sehr zeitlos ist, dass er sehr geniale Sachen geschrieben hat. Wir versuchen da einfach unsere Erfahrungen mit der schleimfreien Heilkost zu machen und sie auch ein bisschen zu modifizieren, Henry, ne? Und darüber tauschen wir uns eben auch viel aus. Unsere eigenen Erfahrungen, weil wir sehr auch Praktiker sind. Ne? Wir sind so Praktiker, wenn andere sagen, das geht nicht, das sagen wir, wir probieren es einfach. Und oftmals machen wir ganz andere Erfahrungen. Darüber tauschen wir uns aus. Oder auch, wir werden ja auch ganz oft angeschrieben, wenn Menschen Probleme haben bei der Ernährung, mit gesundheitlichen Problemen, ob wir ihnen weiterhelfen können. Da tauschen wir uns natürlich auch oft aus. Und ja, wie schon erwähnt, wir wollen auch nächstes Jahr weiter Videos machen, dann auch mal wieder hier wirklich, nicht nur auf Reisen. Und wenn ihr irgendein Thema habt, was euch interessiert, wo ihr sagt, Mensch, da könnten mal Henry und Silke ein Video drüber machen, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare und da werden wir gerne auch darauf eingehen und verschiedene Fragen beantworten oder zu bestimmten Themen einfach nochmal Stellung beziehen. Und wir wollen auf alle Fälle ein Video machen zu unserem WG-Leben. Also wenn ihr da auch Fragen habt, dann schreibt die unter dieses Video und dann werden wir das mit aufnehmen. Ich denke mal Januar, Februar irgendwann. Ich will mich jetzt gar nicht so festlegen. Es muss halt irgendwie auch passen. Da werden wir einfach mal ein Video dazu machen und nochmal so beschreiben, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, wie sich das alles so entwickelt hat, was uns so verbindet und was dieses WG-Leben auch ausmacht, was so besonders daran ist, dass das ja nicht so oft ist. Also, dass man jemanden findet, mit dem das einfach so gut funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, lieber Henry. Ich danke, dass du unser Leben getreten bist und wertvoller Teil unserer Familie geworden bist. Ne? Vielen, vielen Dank. Das kann ich auch nur zurückgeben. Also vielen, vielen Dank für alles. Wir haben ja auch eine große Familie. Es gibt ja nicht nur so diese Blutsfamilie, sondern wir haben ja auch eine Familie um uns herum. Es verbindet so auf geistiger oder seelischer Ebene einfach was. Und das ist ja auch Familie. Es ist ja nicht nur die Blutsfamilie, ist auch wichtig.
die Blutsfamilie, aber auch eben die Familie, die man dann später im Leben um sich herum aufbaut, Menschen, mit denen einen gewisse Dinge verbindet, auch eine gewisse Herzlichkeit, eine Gemeinschaft, mit der man zusammen lachen kann, mit dem man eben verschiedene Dinge unternehmen kann oder auch verreisen. Also Henry, also mit Henry verreisen macht total Spaß. Also wir sind immer ein gutes Team und das genieße ich auch immer sehr. Und ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch mal wieder die Gelegenheit haben, zusammen zu reisen, Henry. Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, das Jahr nähert sich dem Ende und wir... Wann veröffentlichen wir das Video? Heute. Heute. Ja, und ihr wisst ja, diejenigen, die nach dem gregorianischen Kalender das Jahr verbringen, ist natürlich das Jahr dann jetzt bald vorbei und bei uns hier kommen morgen ganz viele wunderbare Freunde vorbei und wir lassen dann das Jahr quasi in kleinerem, mittelgroßem Kreise, lassen wir das Jahr dann ausklingen und es wird dann schön ein paar rohköstliche Gerichte geben. Ich weiß nicht, gibt es vegane Gerichte auch noch? Also ich werde ja für den Simon, der hat sich ja was gewünscht, mein 14-Jähriger hat sich einen Topf gewünscht, den habe ich auch schon, da habe ich auch ein Video schon hochgeladen, somit hast du ja heute Sojaschnitzel dafür mitgebracht, lieben Dank. Ist auch ein Vorteil, dass man nicht immer alles selber einkaufen muss. Gerade wenn es so in Innenstadtnähe geht, du bist ja immer in der Innenstadt, ich versuche mich da immer so ein bisschen fernzuhalten und es ist dann auch mal praktisch, Henry bringt das dann immer mit und ich mache dann so diesen Eintopf, diesen Gulasch mit Sojaschnitzel, verlinke ich oben in den Infokarten, wer sich für das Rezept interessiert. Mein Jüngster wünscht sich einfach Nudeln mit Käse, also vegetarisch. Aber für die Freunde wird es schon eher, ich denke, wir haben uns jetzt erstmal so auf Rohkost eingestellt. Grüne Lebensmittel gibt es natürlich, Henry hat ganz viel Feldsalat gekauft. Ein Kilo? Ein Kilo Feldsalat mit Sprossen und dann Dressing dazu. Ach, ich habe auch gerade in der Küche panierte Zwiebelringe, bereite ich vor. Also in Rohkostqualität, das kommt auch immer sehr gut an. Also es wird wieder ein üppiges, rohköstliches, sehr vielfältiges Buffet geben. Das Essen ist das eine, aber was eben das Schöne ist, auch immer so die Gemeinschaft, die Verbundenheit. Das sind ja jetzt auch Menschen, die wir ein paar Jahre kennen und das sind auch alles Menschen, das habe ich glaube ich schon mal in irgendeinem Video erwähnt, die ich ja eigentlich nur durch meine Online-Tätigkeit kennengelernt habe, die zum Potluck gekommen sind. Wir haben uns ja auch über Facebook kennengelernt und es sind so viele tolle Leute, die ich so ohne Internet nie kennengelernt habe und heute feiern wir wieder mal Silvester zusammen. Wir haben auch schon glaube ich die letzten ein, zwei Jahre immer eine mittleren, größeren Gruppe Silvester gefeiert und das genieße ich immer sehr, so mit lieben Menschen das hier ausklingen zu lassen. Aber wir werden morgen einfach die Gemeinschaft genießen, da freue ich mich sehr. Und heute kommen ja, also ein Übernachtungsgast ist ja schon da, heute kommen auch noch 4 Übernachtungsgäste, also wird richtig schön gemütlich und morgen kommt dann der Rest und da freue ich mich sehr drauf. Willst du jetzt noch was sagen? Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles, alles Gute für, erstmal einen guten Rutsch in das neue Jahr und dann alles, alles Gute und alles Liebe für das neue Jahr. Und ich freue mich auf ganz viele neue, weitere Videos und auf den Austausch mit euch allen da draußen. Das habe ich schon immer sehr genossen und das werde ich auch immer sehr genießen. Sowohl positiv als auch negativ gibt es ja auch. Und ja, da freue ich mich einfach drauf. Und ja, alles Liebe und alles Gute und ja... Ich wünsche euch einfach eine tolle Zeit. Da kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch ein wunderbares, restliches, harmonisches Jahr 2019. Kommt gut und gesund ins neue Jahr. Verbringt die Zeit mit lieben Menschen, weil das haben wir auch wertgeschätzt. Das Wichtigste im Leben sind einfach Menschen, denen man vertrauen kann, die einem am Herzen liegen. Die Familie ist wichtig, Zeit ist wichtig. Ja, das sind wichtige Werte. Und ja, seid nicht so verbissen bei gewissen Themen und schaut doch einfach mal, ob man vielleicht auch mal sich einfach die andere Seite der Medaille anschauen kann, ob das vielleicht mal eine Möglichkeit wäre. Manchmal ist das ganz gut, einfach auch mal einen anderen Blickwinkel auf gewisse Themen und Dinge zu bekommen, ohne dass man immer auf der einen Seite verharrt. Und ja, genau. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Wir haben ja erwähnt Sardinien 2016. Da saßen wir dann spätabends bei dir auf dem Balkon. Ach so. Mit Marielle damals noch und haben wir so schön uns unterhalten und habt auf einmal ein Thema angeschnitten, ich sage jetzt nicht, was es ist, wo ich dachte, ich wollte doch hier einfach nur Urlaub machen. So kommt ihr jetzt mit so einem Thema? Weil es gibt manchmal so Sachen, wenn dann jemand so einen anderen Blickwinkel eröffnet und sagt, hast du dir das schon mal gedacht, wie werden das und das? Wenn man dafür empfänglich ist, dann kann man bestimmte Dinge nicht mehr so sehen, wie man sie beigebracht bekommen hat. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass man die Dinge einfach auch mal von mehreren Seiten beleuchten könnte oder hinter die Dinge schauen. Oder was mir oft auch hilft, ist so die Vogelperspektive einzunehmen. Genau. Von oben drauf zu schauen und dann meine Schlussfolgerung zu ziehen. Und sich das einfach auch erstmal nur anzuhören. Ja, man muss sich das ja nicht annehmen, aber einfach nur anhören,
was der andere zu sagen hat, und dann kann man ja schauen, ob das was für einen ist oder ob das für einen nichts ist. Ja? Aber sich das erstmal anzuhören und dem anderen zuzuhören und die Aufmerksamkeit zu schenken, das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Ich möchte mich ganz zum Schluss auch noch bei meinen Zuschauern bedanken für die jahrelange Treue, für die tollen Kommentare und für die tollen Links und auch für konstruktive Kritik. Da bin ich immer wirklich sehr dankbar. Und es ist immer ein sehr schöner Austausch unter meinen Videos und ich bekomme auch tolle Nachrichten über E-Mail. Da freue ich mich immer sehr und ich danke euch ganz herzlich für die Unterstützung für die letzten Jahre und besonders für das Jahr 2019. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch im Jahr 2020 gewogen. Wir wünschen euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis ganz bald, ihr Lieben.